wo wir original herkommen, halt Raum Herlen bei Aachen über der Grenze. In Holland, da gab es halt nicht so viele Leute, die entweder das Musikalische bringen konnten oder unterwegs sein wollten oder ja, wo man so gut mit auskam, dass man gesagt hat, okay, das wird jetzt ein neues Mitglied und die Band ist nach wie vor nur, sind es nur Holländer. Aber ja, wir finden das letztendlich nicht schlimm. Ich meine, wir kennen Dominik ist irgendwann dazugestoßen, den kennen wir schon seit einer Ewigkeit, das gleiche gilt für Karl. Die Leute sind wir alle unterwegs, sind wir dir mal begegnet, auch durch die Band. Und das sind halt Leute, die hatten die Ambition, halt was mehr zu machen mit einer Band, als nur hin und wieder mal am Wochenende zu spielen. Und sind wir auch super mit ausgekommen. Das gleiche gilt jetzt für Andries, der auch Belgier ist. Also wir sind mittlerweile schon 5 Nationalitäten in der Band. Ja, und so stellt sich das halt über die Zeit zusammen. Ich meine, wenn du jetzt in deiner eigenen Stadt, in deinem eigenen direkten Freundeskreis jedes Mal Leute gefunden hättest, dann wäre es vielleicht alles lockerer gelaufen auf die Art und Weise. Aber ich meine, ich sehe da auch nicht so ein Problem. This is the new! Ich wohne mittlerweile auch in Deutschland und boah, ich meine, wir kommen überall her, wohnen überall. Also ich meine, das ist, wenn wir proben in Essen, dann brauchen wir nur 5 Minuten laufen. Das haben wir so arrangiert. Neben unserer Band ist jeder vor Holland. Ich rede jetzt nur für die Engländer, die Belgier und die Holländer in der Band. Dieser junge Herr hat... Ich stehe sehr alleine da, wenn es um Fußball geht. Verständlich. This is the news!